Willkommen zum Lehrvideo Schnellberatungsmodus im VSoft Premium 2019. Auf der linken Seite finden Sie den Seitenbrowser, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Bereichen in VSoft Premium wechseln können. Welche Bereiche Sie im Schnellzugriff haben, können Sie selbst definieren. Wechseln Sie hierzu in Datei Einstellungen und dann in den Reiter Seitenbrowser. Selektieren Sie die Einträge, die im Seitenbrowser standardmäßig angezeigt werden sollen, bzw. entfernen Sie das Häkchen bei den Einträgen, die ausgeblendet werden sollen. Mit STRG und F11 starten Sie den Schnellberatungsmodus. Hierbei werden nur die Planungsoberfläche, das Navigationsfenster und der Seitenbrowser angezeigt. Neben dem schnellen Präsentieren von Varianten und Alternativen nutzt der Beratungsmodus die größtmögliche Fläche des Monitors oder Displays. Dabei stehen Ihnen die definierten Bereiche im Seitenbrowser zur Verfügung. Im Bereich Fliese können Sie Fliesenfilter festlegen. Wählen Sie eine Grundfliese und aktivieren Sie die Fliesenfilter mit einem Rechtsklick. Fliesen können nach Format, Farbe und Oberfläche gefiltert werden. Je nachdem, welche Filter deaktiviert sind, wird die Fliese in unterschiedlichen Formaten, Farben oder Oberflächen angezeigt. So können schnell verschiedene Varianten präsentiert werden. Weitere Varianten können über den Bereich Art der Fliesenverlegung gezeigt werden. Ziehen Sie hierzu die Verlageart mit gedrückter linker Maustaste auf den gewünschten Bereich und probieren Sie die vielfältigen Möglichkeiten durch. Genauso einfach lässt sich die Fugenfarbe anpassen. Im Bereich Fugenfarbe finden Sie verschiedene Hersteller und Farben. Den Schnellberatungsmodus beenden Sie übrigens wieder mit Escape oder STRG und F11. Viel Erfolg beim Arbeiten mit VSoft Premium 2019.